Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es auf meinem Kanal mal wieder ein leckeres One-Pot-Rezept und zwar mit Hackfleisch und Nudeln in einer super cremigen Kokosnussmilchsoße. Na, klingt das nicht super lecker? Das dürft ihr nicht verpassen. Und wie ich das Ganze zubereite? Na, das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Zutaten. Eine große Zwiebel, 500 Gramm Hackfleisch, ich habe hier halb und halb genommen, es geht auch nur mit Rind. Zwei rote Paprika, zwei Knoblauchzehen, ein paar Nudeln nach Wahl, 300 ml Rinderbrühe und 300 ml Kokosmilch. Was an Gewürzen dazu kommt, seht ihr im Video und findet ihr natürlich wie immer mit Mengenangaben unten in meiner Videobeschreibung. Als erstes schneiden wir das ganze Gemüse. Die Zwiebeln habe ich in feine Würfel geschnitten, den Knoblauch in ganz feine Würfel gehackt und die Paprika habe ich zuerst richtig gut gewaschen und dann von ihren Kernen befreit und jetzt schneide ich sie zuerst in Streifen und dann in grobe Würfel herunter. Die müssen auch nicht so super klein sein. Einfach so ganz grob herunterschneiden. Als nächstes kümmern wir uns um das Hackfleisch. Das würzen wir jetzt erstmal. Und zwar mit einem Teelöffel Currypulver. Ich habe hier das Curry Madras von Ankerkraut genommen. Das schmeckt mir persönlich sehr gut. Dann kommt dazu ein halber Teelöffel Ingwerpulver. Ein Teelöffel Kurkuma. Ein Teelöffel Paprika edelsüß und ein Teelöffel Salz. Und jetzt werden die leckeren Gewürze erstmal gut in unsere Hackfleischmasse eingerührt. Da ich jetzt hier mit Kurkuma und Currypulver arbeite, benutze ich in diesem Fall nicht die Hände, denn die werden davon immer so gelb und das geht unglaublich schwer wieder ab. Falls ihr die Hände benutzen wollt, empfehle ich euch, wenn ihr diese Gewürze benutzt, wirklich einen Handschuh anzuziehen. Aber es geht auch wunderbar mal mit einem Löffel. Als nächstes erhitzen wir Öl in einer großen Pfanne. Ich nutze hier jetzt geröstetes Erdnussöl. Dieses Öl passt wirklich hervorragend zu diesem Gericht, da wir auch mit Kokosmilch und orientalischen Gewürzen arbeiten. Hier würde auch noch ein geröstetes Sesamöl sehr gut passen. Das Öl wird jetzt auf mittlerer Stufe erhitzt und dann geben wir unsere Zwiebelwürfel in die Pfanne rein. Die Zwiebelwürfel verteilen wir jetzt richtig gut in der Pfanne, damit sie richtig schön glasig andünsten können. Das Ganze dauert so circa 3 Minuten, dabei immer mal wieder durchrühren. Und wenn die Zwiebeln jetzt wie hier richtig schön angedünstet und glasig sind, dann geben wir unsere Hackfleischmasse mit dazu. Die Hackfleischmasse mit den Zwiebeln zusammen jetzt richtig gut vermischen und gut in der Pfanne verteilen. Wichtig ist, dass die Pfanne hier groß genug ist, damit das Hackfleisch auch richtig gut braten kann. Es sollte keinesfalls übereinander liegen, denn sonst gart es eher, als dass es brät. Wir wollen das Gehacktes jetzt richtig schön braun und krümelig braten. Dazu ist es wichtig, immer wieder durchzurühren und das Gehacktes immer wieder ein bisschen mehr zu zerkleinern, damit es später richtig schön krümelig wird. So, und nach circa 5 Minuten Braten sieht es jetzt so aus wie hier. Es ist noch ein bisschen grob, deshalb zerkleinere ich es noch ein bisschen, damit es noch krümeliger wird und lasse es dann richtig schön zu Ende braten. So, und nach gut 9 bis 10 Minuten sieht es genau richtig aus. Alles ist schön krümelig und das Hackfleisch ist richtig schön braun geworden. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Paprikawürfel und den gehackten Knoblauch dazu zu geben. Jetzt verteilen wir alles einmal richtig gut in der Pfanne und lassen es unter ständigem Rühren noch mal 1 bis 2 Minuten schön mit anbraten. Die rote Paprika gibt dem Ganzen eine richtig tolle Farbe.
Und als nächstes geben wir schon mal die Nudeln dazu. Da könnt ihr Nudeln ganz nach eurer eigenen Wahl verwenden. Ich habe hier jetzt Nudeln aus Hartweizengrieß gewählt, ihr könnt aber auch Eiernudeln verwenden, dann geht das Ganze besonders schnell. Die Nudeln, die hebe ich jetzt ganz kurz unter das Gemüse und das Gehacktes. Und dann wird das Ganze erstmal mit der Rinderbrühe abgelöscht. Das sind hier 300 ml. Und dann kommt auch direkt die Kokosmilch dazu. Wenn ihr später eine schöne cremige Soße haben möchtet, dann solltet ihr auch cremige Kokosmilch verwenden. Das sind insgesamt auch ca. 300 Gramm. Unten in dem Behältnis, da ist immer noch so viel von der Kokosmilch drin. Deshalb gebe ich immer ein bisschen Wasser rein, schüttel das dann einmal richtig gut durch und gebe das dann auch noch mit dazu. Wichtig ist bei dem Ganzen, dass die Nudeln gut mit Flüssigkeit bedeckt sind, denn sonst können sie nicht garen. Und nachdem jetzt alle Nudeln gut mit Flüssigkeit bedeckt sind, machen wir erstmal den Deckel drauf. Das Ganze sollte jetzt mit Deckel erstmal 15 Minuten vor sich hin köcheln. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr alle paar Minuten einmal durchrührt und auch die Flüssigkeit überprüft, ob noch genug vorhanden ist, damit die Nudeln auch richtig garen können. Bei mir sind jetzt so 3 Minuten rum und die Nudeln haben schon ganz schön Flüssigkeit aufgesaugt. Jetzt drücke ich die Nudeln einfach wieder so ein bisschen runter, dass sie in der Flüssigkeit drinne liegen. Denn es ist wichtig, auch nicht zu viel Flüssigkeit dazu zu geben, sonst wird das Ganze hinterher einfach zu flüssig. Jetzt mache ich den Deckel erstmal wieder drauf. Und nach weiteren 3 Minuten schaue ich wieder rein. Auch wenn man leider jetzt offensichtlich nichts sieht, das verzieht sich gerade, dann rühre ich wieder alles gut durch. Und so solltet ihr das wirklich die ganze Zeit machen, damit die Nudeln auch richtig garen können. Denn wie ihr seht, haben die Nudeln hier schon einen richtigen Großteil der Flüssigkeit aufgesaugt. Deshalb drücke ich die Nudeln jetzt wieder schön in die Flüssigkeit rein, damit sie weiter bedeckt sind. Und dann mache ich auch wieder den Deckel drauf, damit es richtig gut weiter garen kann. Ohne Deckel würden die Nudeln eher nicht gar. So, jetzt habe ich das Ganze erst noch mal 4 Minuten köcheln lassen und nehme den Deckel jetzt noch mal ab. Denn es ist jetzt auch wichtig, einmal den Gargrad der Nudeln zu probieren. Und da meine hier wirklich noch sehr bissfest sind, wird es Zeit, auch mal etwas Flüssigkeit nachzugeben, denn die Flüssigkeit, die ist ja jetzt schon fast komplett aufgesaugt. Und deshalb gebe ich jetzt noch mal Wasser mit dazu, und zwar ungefähr 200 ml. Dann rühre ich das Ganze noch mal gut durch, drücke die Nudeln wieder schön in die Flüssigkeit rein und mache dann wieder den Deckel drauf. So, ich habe das Ganze jetzt noch mal 5 Minuten köcheln lassen. Also insgesamt hat das Ganze bei mir ungefähr jetzt 15 bis 20 Minuten so geköchelt. Und da ich ja auch noch Wasser dran gemacht habe, gebe ich jetzt noch mal von dem Curry Madras von Ankerkraut an das Essen dran. Und zwar noch mal einen gut gehäuften Teelöffel. Ich liebe dieses Gewürz einfach total, aber ihr könnt selbstverständlich auch jedes andere Currygewürz benutzen. Auch ein indisches Currygewürz eignet sich hier hervorragend, weil es auch eine leichte Schärfe hätte. Jetzt rühre ich das Gewürz einmal richtig gut ein und dann probiere ich das Ganze auch natürlich nochmal. Und nachdem ich jetzt probiert habe, fehlt bei mir natürlich noch etwas Salz, aber ich möchte jetzt kein Salz mehr dran geben, deshalb entscheide ich mich, Sojasauce zu dem Gericht hinzuzufügen. Denn Sojasauce passt wirklich perfekt zu Kokosmilchgerichten. Und das Schöne an Sojasauce ist, dass sie auch viele andere Geschmäcker noch in sich trägt, die auch hervorragend zu diesem Gericht passen. Jetzt rühren wir das Ganze einmal richtig schön ein. Und wie ihr hier sehen könnt,
ist es jetzt schon eine richtig schöne cremige Angelegenheit geworden. Na, schaut das nicht richtig lecker und richtig schön cremig aus? Und genau so sollte das Ganze jetzt auch aussehen. Ich schalte jetzt den Herd aus und lasse es noch 5 Minuten stehen. Dann haben die Nudeln die Flüssigkeit komplett aufgesaugt. So mag ich es am liebsten. Und dann kann das Ganze auch schon auf einem tiefen Teller serviert werden. Na, sieht das nicht einfach nur köstlich aus? Ein tolles Mittagessen und dazu noch alles aus einem Topf oder wie hier in diesem Fall aus einer Pfanne. Ja, und hier seht ihr dann schon das tolle Ergebnis. Ich gebe über mein Gericht jetzt noch frisch geschnittenen Koriander. Auch dieser passt sehr gut zu diesem Rezept. Falls ihr kein Koriander mögen solltet, könnt ihr auch wunderbar frische Petersilie darüber streuen. Ja, ich hoffe, mein heutiges Rezept hat euch wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder bei mir vorbeischaut. Hier bei mir in Karinas Kochecke. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.